Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Total War mit den Armeniern. Ja, in der letzten Folge konntet ihr sehen, wie ich die Scipion wieder mal fertig gemacht habe und wie ich mir drei Städte geholt habe: Rhodos, Salamis und Kydonia. Ja, jetzt sind wir gerade bei der Vorbereitung unserer Invasion auf Peloponnes. Also auf der Peloponnes, das ist die Halbinsel hier von den Griechen. Wir haben vor, uns Athen zu schnappen. Korinth und Sparta haben auch eine zweite, also eine separate Armee bereitgestellt, um hier nochmal ein bisschen abzusichern. Gut, prinzipiell sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Die Städte sind alle verdammt leer besetzt. Hier oben sind die ganzen römischen Armeen, also können wir dann noch ein bisschen abfangen und vielleicht sogar noch ein, zwei Städte mehr mitnehmen als die geplanten. Denn ich könnte noch theoretisch gesehen Larissa vielleicht nehmen und andere Städte, aber das ist so eine Sache, da muss man erst gucken, wie sich das alles entwickelt. Na gut, an der Stelle werden wir mal die Runde beenden. Wir haben es nämlich noch nicht getan. Gucken uns mal kurz die Finanzen an. Sieht gut aus, wir kommen auf die 100, gehen auf die 140.000 zu. Das ist zufriedenstellend. Die römischen Armeen kommen auch immer näher. Das wird noch lustig. So, Salamis hat weiter Seuchenprobleme. Gut, jetzt kommt es zur Fortbildung dieser Armee. Die hat es nämlich auch bitter nötig. So, die Kavallerie ziehen wir mal kurz ab. So, schicken wir euch mal hier rüber. Und euch hier rüber. Dann euch hier rein. Und dann bilden wir mal fort. So, eine Einheit fehlt noch. So, wo können wir dich jetzt hier reinschieben? Natürlich zum Gen hier drüben. Und dann haben wir noch eine ganze Kavalleriestaffel, die schicken wir auch noch mit rein. Überflutung, Nabatea. Oh. Das hat einige Gebäude zerstört. Was noch? Tomisa. Hier war aber. Nein, ey. Ah, scheiße. Ja, hier. Kudumabuk von Tomisa ist verstorben. Schade. Ertrunken in der Überflutung. Ärgerlich. Und das in der Wüste. Na gut, ziehen wir dich hier ab, oder? Du wirkst mir sympathischer als der, aber der ist schön jung. Nehmen wir den jetzt hier. Schicken ihn runter, den brauchen wir zur Unterstützung. Erdbeben in Pontos. Pontos hat ein Gebäude, das Erbensicher, ein Zeichen des Missfallens von Poseidon. Viele sind gestorben. Wurde hier aber nichts gesagt. Okay, Rundenbericht. Rekrutierungsbericht. Diplomatische Informationen. Okay, bauen wir mal hier den. Und ziehen dich mal wieder zurück in die Stadt rein. Du bringst aber nichts weiter. Na, okay, gut. Bauern werden weiter rekrutiert, bin ich zufrieden. So, Bogenschützen sind auch bald soweit. Ich glaube, vier Stück sollten reichen. So, holen wir euch mal schnell, setzen euch mal hier schnell rein. So, du kommst hier mal mit rein. Dich brauchen wir dann auch noch. Dann haben wir noch einen Spion mit dabei. Das ist natürlich dann super. So, ich glaube, dich setzen wir auf Korinth an. Dich dann hier auf Sparta. Dann ein, ja, dich hier auf Athen. Und du darfst dann hier bei Larissa Stellung beziehen, also hier davor noch, hier so in diese Kreuzung. Oh ja, handelstechnisch machen die da ganz schön Minus. Ist natürlich ärgerlich für die. Oh, da kann man gleich wesentlich mehr sehen. Das wird lustig, wenn wir jetzt hier die Positionen beziehen, die Stellung. Mit Rusa. So, stellen wir die Flotten schon mal bereit. Damit wirklich nichts schief geht. Ah, jetzt kommen wir mal endlich raus da. So. Schicken wir dich nochmal hier mit hin. Dann kannst du sie mal ein bisschen schützen. Gut, danach rekrutieren wir hier Bauern. Hier nochmal ein paar Bauern mit. Hier werde ich mal schnell. Steuersatz senken. Garnison macht eine wirklich große Menge aus. Auch der Einfluss ein bisschen. Gut. Fällt gerade ein, ich habe wieder vergessen, meinen Timer einzustellen. So, jetzt ist er aber bereit. Gut. Hier bin ich zufrieden. Hier genauso. Dann können wir die Runde auch schon beenden, eigentlich.
oder? Beenden wir die Runde. Ja, wir beenden die Runde. So, hier können wir jetzt mal was bauen, was uns auch was bringt. Ein Rüstungsbau würde eigentlich eine Menge bringen. Hier. Gerade hier. Wollen wir die Runde beenden. So. Die schicken wir hier weiter. Erdbeben. Palmyrisches Reich. Ey, ja, auch überall irgendwie Pech. Überall gibt's was. Aber Glück gehabt, dass jetzt die Armee nicht drin war. Die hätte noch mehr Verluste erlitten, als sie schon hatte. Was nicht gerade schön ist. Ja, viele Erdbeben in letzter Zeit und auch allgemein Katastrophen. So, Baubericht. Was drauf Pflasterstraßen repariert. Ich habe mich gewundert, dass Pflasterstraßen überhaupt kaputt gehen können in dem Spiel hier. Das ist für mich eigentlich immer so eine Sache gewesen, die ging nie kaputt. So, ich habe vergessen fortzubilden, das ist natürlich nicht so schön. So, die Armee braucht noch ein paar Runden. Da, bis dahin könnte meine Kavallerie schon fast da sein. So, ich ziehe mal hier raus. Oh, was ist denn hier los? Zufriedenheit ist gestiegen. Macht so viel schon aus, die Garnison hier? Finde ich gut. So, weiter hier werden Bauern rekrutiert. Die Armee hier ist auch endlich fertig. Rüber nach Kydonia. Rhodos ist nicht ganz zufrieden. Aber das ist jetzt kein Problem. Bauern werden rekrutiert. Ich habe vergessen, hier Schiffe noch zu machen. Fällt mir gerade auf. Na gut. Machen wir schnell ein Schiff und danach geht es schon. So, die Invasion steht eigentlich kurz vor Beginn. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Und die Römer bereiten noch nichts drauf vor. Auch hier ist nichts weiter. So, wir behalten weiter diesen Punkt hier im Auge. Na gut. Finanziell sieht es natürlich immer noch geil aus für uns. Oh mein Gott, was ist mit Alexandria los? Schnell wieder Bauern rekrutieren. Reparatur noch schnell. Steuersatz senken. Hier ist schon Steuersatz niedrig. Dann werden wieder weiter Bauern rekrutiert. Und in Memphis rekrutieren wir auch weiter Bauern. Oh, das geheime Polizeinetzwerk wird eine Menge wieder retten. Wenn es repariert ist. Na gut. Okay, wir haben jetzt hier ein Familienmitglied losgeschickt. Ich brauche nämlich noch. Aber du kannst Kavallerie mitnehmen, das ist natürlich immer praktisch. So, ziehen wir dich mal hier runter. Okay, gut. Dann wollen wir mal die Runde beenden. Und dann brauchst du noch ein paar Runden, bis wir dann die Invasion starten. Nehmen wir nicht an. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Tod geht um. In Nikomedia. Kann auch nur mich ja wieder erwischen hier. Jede Runde bis jetzt irgendeine Katastrophe. Gut, Flotten stehen bereit. Rebellenarmee steht bereit. So, dich schicken wir hier rüber. Doch du gehst weiter. So, Baubericht. Eher unwichtig. Tod geht um, unwichtig. Ereignis einer Seite. Nein, Aram ist im letzten Moment noch gestorben. Dann schicken wir einen Erben los. Der hat auch noch relativ gute Kommandosterne. Der übernimmt jetzt mal hier von Hauptmann Skunksa. Ah, da kommst du gar nicht hin, nicht wahr? Warte mal, jetzt müsstest du eigentlich hinkommen. So, stellen wir dich wieder hier hin. Oh oh. Ich meine Vorliebe gerade. So, die Flotte habe ich wenigstens. Die habe ich wenigstens hier rüber schicken können. Super, Flotte vernichtet. Okay, schicken wir euch mal hier rüber. So. Schicken wir euch mal hier rüber. So. Nehmen wir die Söldner noch mit. Kann nur helfen. Seite vernichtet. Oh, Karthago ist endlich gefallen. Die nächste Nation. Es sind noch kaum Nationen übrig, die nicht groß sind. Guck mal, welche Nationen leben überhaupt noch? So, lebende Seiten, bitte. Wir sind schon die stärkste überhaupt. Es leben noch alle Römer.
Schade eigentlich. Die Briten, die Parther, die Spanier, wo ich um die Parther noch bald kümmern werde. Das kann allzu großes Problem werden. Gut. Dann schifft mal auf. Gut, du gehst hierauf und du hier. Das wird ein bisschen riskant, die Aktion, aber gut. Okay, an der Stelle werde ich die Runde beenden und nächste Runde. Ist es soweit? Unsere Invasion beginnt. So, du kannst noch aufnehmen, oder? Nehmen wir dich hier mit auf. Du kannst nicht weiter aufnehmen. Du bist voll ausgelastet hier. Nein, du sollst nicht so reinnehmen. Du kommst hiermit noch rein. Und hier auch. Gut. Okay. Passt alles gerade noch so hier zusammen. Gut, beenden wir mal die Runde. Die Römer kommen und nein. Nein. Ey, das kann nicht sein. Oh, gerade noch so geworden. Super. Das wird jetzt ganz schön eng hier. Das war wirklich allerletzter Moment. So, Sardes hat einen Aufstand. Reparatur. Rekrutieren wir hier mal ein paar Bauern, würde ich eigentlich sagen, aber wir haben eine östliche Infanterie als Option. Rundenbericht. Siedlung belagert. Aufstand. Ereignisse einer Seite. Rekrutierungsbericht. Okay, hier absetzen. So, du gehst hier rauf. Ah, du schaffst es leider nicht mehr. Was haben wir hier für eine Armee drauf? Die Armee setzt davor ab. Du setzt genau hier ab. Gut, zwei Städte gehören diese Runde schon uns. Na, ja, Mist, jetzt kann ich nicht zusammenführen mehr. Schnell abziehen. Noch ein bisschen unterstützen, verstärken. So, dann schnappen wir uns mal Sparta. Siedlung angreifen. Automatisch. Klarer Sieg natürlich. Ausradieren. Boah, ist hier viel los, ey. Sind nicht wenig Schiffe. Hier auch angreifen. Boah. Du hast einen Agenten mit dabei, super. Schicken wir dich hier rüber. Dich noch ein Stück hier hin. So, du kannst nochmal Söldner mitnehmen. Das ist genial. Zwei Runden. In einer Runde zwei Städte nochmal dazu bekommen. 32 Provinzen haben wir gleich und jetzt geht es ja noch weiter. Muss man auch bedenken. Bilden wir erstmal die ganzen Einheiten fort, die hier Verluste erlitten haben. Und rekrutieren mal schnell Bauern nach. Damit wir noch in der Garnison was haben. Oh, hier haben wir viele Verluste erlitten. Gut, mehr brauchen wir nicht machen. Reparatur. Niedriger Steuersatz. Und einmal östliche Infanterie raushauen. Du Scheiße, hier mit den Flotten müssen wir wirklich aufpassen. Also hier ist jetzt nichts drin. Habe ich eine ganz schöne Arbeit vor mir. Die alle auszuschalten. Na, das wird lustig. So, die Armeen kommen noch nicht an, das ist gut. Oh, hier sind... Ach du Scheiße. Hier sind viele Armeen, das ist nicht wenig. Doch unser eigentlich stärkster Armee findet sich ja hier, das ist gut so. Ich hoffe mal, der General kann das auch umsetzen. Ja, die Artillerie schafft das nicht mehr. Schade. Gut, Widerstand ist zwecklos, Athen. Sparta. Nächste Runde geht's weiter. Dann schnappen wir uns noch Korinth. Und ich marschiere weiter, um hier meine Armeen zu verstärken. Ach du Scheiße, ey, geht das ab hier. Ach du meine Scheiße. Gut, wir bilden dich nochmal fort, denn da ist ja noch Platz dafür. Gut, die haben erstmal gut aufgeräumt. Vielleicht zwei Städte auf einmal. Die nächsten drei sind eigentlich auch nicht schwer. Okay, hier werden wir auch eine Schlacht führen müssen. Deswegen kann ich die Runde jetzt noch nicht beenden. So, schicke ich mal hier rüber. So, bevor ich euch da jetzt reinschicke, stelle ich dich erstmal hier hin. Oh, da zieht sich sogar nicht zurück, da lasse ich die Runde jetzt hier noch warten.
Ah, du kommst auch gerade noch so an, nicht wahr? Was hast du dabei? Nur Mist eigentlich. Da könntest du auch theoretisch sehen angreifen. Ah, das ist eine Kacke. So, wir stellen mal alles hier hin. Gut. Ah, die Biräme ist soweit fertig. Dann wollen wir erstmal die Runde beenden, glaube ich. Du meine Scheiße, das wird auch nicht lustig hier. Okay, beenden wir mal die Runde. Mal sehen, wie die KI sich jetzt hier weiter bewegt. Das würde mich mal interessieren. Die KI hatte jetzt hier viele Möglichkeiten. Sie kann mich ja von allen möglichen Seiten jetzt versuchen anzugreifen. Aber wir haben jetzt schon ihre beiden wichtigsten Städte in Griechenland haben wir schon mal geschnappt. Sparta und Athen. Korinth ist auch noch relativ wichtig durch die Zeus-Statue. Dann schnappen wir uns noch die anderen Städte und noch Möglichkeiten natürlich. Ah, da kommen schon die ersten Armeen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich werde angegriffen. Ich ziehe mich erstmal zurück, das ist mir zu riskant. Werde ich nächste Runde selber führen, die Schlacht. Ey, danke, du machst die Rebellen weg. Gefällt mir. Oh, haben wir nochmal Schwein gehabt, ey. Ganz knapp gewonnen, das Ding. Ganz, ganz knapp. Natürlich immer noch der Tod geht um. Das Ding war eine richtig knappe Kiste. Nein, Niederlage. Mit einer unserer besten Flotten, ey. Die ist weg. Die ist definitiv weg. So, ich versuche nochmal zu retten. So, was haben wir für einen Hafen? Oh, eine Schiffswerft, super. Nächstes die beiden fortbilden. Tauchen wir mal gleich noch eine Träne raus. Hier bilden wir nochmal fort. Und rekrutieren mal gleich eine Klingeriemer. So, Familienmitglied in Artaxata und in Libyen ist unser Spion gestorben, schade. Wir müssen neuen Spion rekrutieren, das ist mal oberste Priorität. So, Baubericht. Aha, oh, wir haben ein neues Familienmitglied. Cool. Auch schön. So, wir werden uns jetzt mal hier positionieren. So, Siedlung angreifen. Natürlich automatisch. Oh ne, wir belagern hier noch kurz. Ziehen euch alle mit dazu. Lagern. Ihr Steuersitz ist drinne. Hauen wir Bauern raus. Jetzt ist es definitiv safe. Klarer Sieg. What the fuck, wieso so viele Verluste, ey. Du meine Güte. Gut, die wichtigste Armee können wir hinzusetzen, das ist wichtig. So. Wir konnten hier noch einige Söldner mit reinnehmen, das ist wichtig. Damit die Zufriedenheit erstmal höher ist in Athen. Jetzt rekrutieren wir Bauern bis zum Abstinken. So, hier kommt wahrscheinlich erstmal nicht so schnell eine Armee. Ich glaube sogar, ich tausche mal lieber die Generäle hier. Setzen wir den Erben mal hier mit rein. So. Ich esse wieder zurück nach Sparta und fortbilden habe ich auch wieder. Juhu. So. Nein, wir wollen auch hier Bauern rekrutieren, ist wichtig. Korinth müssen wir auch fortbilden. Da haben wir ganz schöne Verluste gemacht. So, die Söldner können erstmal warten, die sind unterste Priorität. So, ich lasse mal weg. Reparatur, niedriger Steuersatz, Bauern. So, jetzt haben wir jetzt zwei Städte, die erstmal, zwei Armeen, die noch ein bisschen halten können. Vor allem zusammen, das ist sehr gut. So, die ist, naja, nicht gerade gut, die Armee hier. Das ist hier, nichts weiter. Behalten wir mal die Armee hier. Überwiegend nur Infanterie, da haben wir eigentlich gute Karten gegen die Brodie.
So, die CS-Statue gehört uns jetzt auch. Natürlich steckt aber die Zufriedenheit in allen unseren Provinzen erstmal enorm. Das ist super. Man sieht es ja hier, überall Zufriedenheit. Das ist genial. Gut, Korinth gehört uns, Sparta gehört uns, Athen gehört uns. Wir haben erstmal eine gute Ausgangslage. Von hier aus kann man sich gut vorarbeiten. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Gut. Mit der nächsten Flotte schicken wir mal ein bisschen Kavallerie rüber. Und dann haben wir eigentlich erstmal soliden Grundstein gegen die bösen Römer. Gut, die Flotte können wir eigentlich abhaken. Die hat keine Chance mehr, die wird sterben. Da kommt dann eine Flotte nach der nächsten. Und das ist das, was momentan unser größtes Manko ist. Wir haben zu wenig Marine. Aber das werden wir auch noch irgendwie klären. Gut, unsere Verstärkungsarmee hier drüben. Müssen wir erstmal noch ein bisschen zurückhalten, denn die wird sich jetzt fortbilden lassen. Ziehen wir hier erstmal ab. Und dann bilden die hier mal fort. So, Fortbildung bitte. Dann machen wir wieder eine ganze Armee parat. Und freut euch jetzt auf eine schöne Schlacht gegen die Römer. Die sind natürlich auch riesig, wieder mal. So. Gucken wir uns mal an, was haben sie denn dabei? Die Armee ist scheiße, um ehrlich zu sein. Tut mir leid, aber das ist so. Und die Armee hier, die ist ein bisschen besser, aber auch nicht gerade die beste. Also die Römer haben gerade immer nur Armeen, die für uns eigentlich leichtes Futter sind. Wir haben 1700 Mann Verstärkung und kämpfen gegen ungefähr 1000 Mann. Da bin ich zufrieden, voller Zuversicht, dass ich das packe. Okay. Unbedingt, das muss gemacht werden hier. So, dann führen wir die Schlacht selber. Doch bevor jetzt hier, genau, bevor jetzt hier wieder irgendwie was passiert, schnell Spiel speichern. So. Nicht, dass jetzt hier irgendwie die KI wieder verkackt. Ich habe das gar nicht Lust drauf, ist überhaupt gar nicht. Das mag ich absolut nicht. Ich hoffe mal, dass bei Rom 2 dieses Problem nicht existiert. Überhaupt gar nicht. Gut, dann wollen wir die Schlacht auf der Schlachtkarte austragen. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Römisches Sprichwort. Ah, hier haben wir schon mal eine Schlacht gemacht. Gut, wir haben eigentlich genug Verstärkung, bin ich der Meinung. So, euch dahinter. So. Gruppiert. Hier hinstellen. Fertig. Feindliche Verstärkungen greifen in die Schlacht ein. Okay. Müssen wir erstmal hier nach positionieren. So, alle mal rennen lassen. Kümmern wir uns mal erstmal um die Armee hier. Die wird da sowieso gleich gesandwicht. Ja, von einer beschissenen Armee und von einer guten Armee. Aber trotzdem wird die gesandwicht. Ist erstmal beschäftigt. Die Armee. Die Artillerie bauen noch ein bisschen. So, die kann ich jetzt degruppieren. So, schicken wir euch mal schnell hier rüber. Dann lenken wir die schon mal ein bisschen ab. Denn ich habe keinen Bock, dass die Artillerie noch hier zum Verhängnis wird. Die sind dann eigentlich weg. Ja, der schießt schon. So. So, charge mal die Skorpione hier drüben. Oh, die haben schon was abbekommen, finde ich gut. So, ihr kümmert euch um die Schweine. So, die Skorpione sind weg. Die Hilfstruppen sind auch gleich weg. General zeigt seinen Wert. Er ist von dem Wunsch erfüllt, seine Oh. Haut zu retten. Die stellen sich gut an. Der feindliche General ist tot. Nun werdet ihr Wirklich wesentlich sehen, besser als wie mutig gedacht. seine Soldaten sind. So, die macht das schön fertig hier. So, charge meine frühe Legionärskohorte in den Rücken. Das ist immer schlecht für die. Wer weiß, frühe Legionärskohorte ist. Ja, die ist weg. Allein ich den Charge schon weggehauen.
So, schnell zurück mit denen. Jetzt chargen wir die Legionärskohorten gerade. Ja, die werden auch weggehauen. So. So, noch kurz sammeln, aktivieren. So, macht mal die fertig hier bitte. Hey, die Pretorianische Korte drüber hat auch keine Chance. Ja, die Kataphrakte zerfetzen ja. Das ist auch der Grund, warum sie nicht gegen Parthien weitergekommen sind, die Römer. So, die erste Einheit flieht. Jetzt sandwichen wir von hier hinten nochmal und dann wird alles fliehen. Du hier. Super, jetzt fehlt alles. Definitiv. Ja, noch ein Trupp. Hilfstruppen hier. Der hält sich ganz wacker. So, der ist auch weg. Eure Verbündeten haben verloren. Nicht schön. Zu sichern, müsst ihr euch jetzt auf eure Soldaten verlassen. Gut, die werden alle fliehen, weil ich viele Verluste machen da drüben. Relativ. So, die Verstärkungsarmee ist schon komplett tot. Keine Chance mehr. Wird jetzt hier noch vernichtet. Der feindliche General ist. Super. Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Die fliehen nicht, die sind tot. Mensch. Okay, ein Trupp flieht. Hier drüben. Zwei sogar. Hilfstruppen und frühe Genesskohorten, aber gut, das ist nichts. So, oh, ich habe viele Verluste noch bei den Pferden. Kann ich alles wieder fortbilden. Oh, sieht gar nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Stirbt und fliegt eine Menge. Na gut, muss ich ihm viel reißen. Ja, da fehlt auch viel von mir. Eine ganze Armee zerschlagen, gut. Boah, da fliegt aber eine Menge, wirklich. Wenigstens flieht es sofort. Das ist der Vorteil dabei. Gut, dass der General weg ist, ist sehr gut gemacht. Ostadi, glaube ich, dann den Strich durch die Rechnung gemacht. Super, die Einheiten konnten alle fliehen. Das Feld in Unehrenhaftigkeit statt Ruhm verlassen. Sie fliehen. Ist mir egal, solange die alle sich retten können hier. So, hauen wir hier einfach mal schön rein. Oh, oh, da hinten ist Artillerie, die feuert jetzt gerade. Aber die trifft auch nicht, das ist gut so. So, die Infanterie ist gleich weg. Die Kavallerie hier auch gleich. Damit sind eine Menge vernichtet. So, schnell retten euch hier drüben. Ey, komm, die Kavallerie macht da noch ein bisschen schneller fertig, oder? Super, sage ich doch. So möchte ich das haben. Jetzt mach mal die Bogenschützen drüben fertig. Die gehen jetzt auf den Geist gerade. So. So. So, charge noch schnell den jetzt hier. Jetzt machen wir wieder die hier fertig. So, der Trupp ist weg, super. So, oh, die Artillerie haut hier eine Menge weg. An Kavallerie von mir. Du Scheiße. So, hier schön positionieren. Jetzt kommt, haut hier ab, bitte. So ist gut. So, charge mal die hier bitte. Und jetzt, ihr müsst hier schnell weg. Ihr dürft euch nicht catchen lassen. Jetzt ist ganz problematisch. So, der Trupp ist weg. Der auch. Jetzt haut man noch den hier bitte weg. Und den. Und einen brauchen wir noch hier.
Oh, der wird ja von den Generalen schon weggehauen, ey. Das ist geil. So, ich brauche jetzt hier auch noch mal ein bisschen. Gut, die Schlacht haben wir zwar gewonnen, aber wir haben viele Verluste gemacht. Eine ganze Armee verloren. Das ist nicht schön. Aber dafür 79% vernichtet der Römer. Wie immer sehr erfolgreich, was die Vernichtung betrifft. So, jetzt hauen wir die hier mal weg. Super, der ist weg. Puh. Jetzt schalten wir mal Feuer aus, dann ist es weniger schlimm, wenn die mich mal selber treffen. So, charge mal die hier schnell. Alle in die Phalanx rein, dann kann nichts mehr passieren. Oh, schön getroffen hier. Meine Bauern, ey. Die rennen hier noch mittendrin rum. Ey, super, die Kavallerie hat hier richtig schön reingehauen. Da hinten ist noch ein einziger Legionärskorps, oder? Weil die ist auch gleich weg. Super, beenden wir mal die Schlacht, wir haben genug getötet. Von der einen Armee haben zwar noch viele überlebt, aber die konnten ja fliehen noch, als wir gegen meine eine Armee gespielt haben. Aber trotzdem sind sie tot, super. Boah, die Kavallerie hat überlebt, ganz wichtig. Sofort fortbilden. Schwein gehabt, ey. Und meine zweite Armee, wie sieht's mit der aus? Da lebt nicht mehr allzu viel. So, ich ziehe mal hier rüber, dich hier rein. Bilden wir mal gleich fort. So. Gut, ja, Spion habe ich ja nicht mehr, also kann ich nicht gucken. Sieht's aus, ist der schon. Nee, der wird gerade rekrutiert. Okay, bin ich zufrieden. Gut, dann können wir eigentlich an der Stelle den Part auch schon wieder beenden. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.